Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Smart gemacht Video bei Voltus und mit mir Sebastian. Und heute mit dabei als Gastdarsteller der BSS Heli Karnix Funk Fenstergriff. Warum ich euch den zeigen möchte? Ganz einfach. Das ist ein sehr, sehr cooler, neuer, Feature vollgepackter Fenstergriff für Funk Karnix, also für Karnix RF. Und ich möchte euch heute erzählen, was der alles kann und ich möchte euch heute auch zeigen, wie man den überhaupt einbaut. Der Fenstergriff von BSS ermöglicht euch, drei große Pluspunkte zu nutzen. Zum Beispiel einmal die erhöhte Energieeffizienz, einen erhöhten Komfort und auch erhöhte Sicherheit. Alles Sachen, die man in seiner Immobilie natürlich haben möchte. Wie er das macht? Durch seine klugen Features. Beispielsweise kann der Fenstersensor durch viele Sensoren, die er verbaut hat, verschiedene Griffstellungen, aber auch verschiedene Flügelstellungen auswerten und dadurch entsprechend eine sehr präzise Angabe machen, wie das Fenster ist, offen, geschlossen, gekippt etc. Und er kann die Verriegelung erkennen, beziehungsweise ihr könnt ihn sogar remote verriegeln und entriegeln via KNX. Dazu hat er eine Touch-Taste, das heißt, man kann das auch theoretisch vor Ort overriden, man kann aber auch die Touch-Taste für andere Funktionen benutzen. Und entsprechend eignet er sich sehr gut für zum Beispiel den Einsatz in Kindertagesstätten, Schulen, öffentlichen Gebäuden, Firmen etc. Natürlich aber auch zu Hause bei sich selbst. Denn die Sicherheit ist natürlich enorm, wenn man wegfährt und alle Fenster verriegeln automatisch und man zurückkommt und trotzdem alle Fenster sofort wieder normal benutzen kann. Dazu, um die Sicherheit noch zu erhöhen, hat er einen Eingang für einen externen Glasbruchmelder, den ihr entsprechend einfach am Fenstergriff an der Basis unten ausführen könnt mit einem kleinen Kabel und erkennen könnt im Fenstergriff selber, ob das Glas halt gebrochen wird oder nicht. Das ist ganz praktisch, wenn man sowieso eine Alarmanlage über KNX realisiert und diesen Melder einfach mitnehmen möchte. Zudem ist er durch eine Batterie gespeist, die man einfach austauschen kann. Entsprechend ist er logischerweise fähig, die ganze Zeit zu funken und auch ein Keep-Alive-Telegramm zu senden, sodass man erkennen kann, wenn ein Fenstergriff tatsächlich mal ausfällt und ihn sofort austauschen bzw. die Batterie erneuern kann. Zudem verfügt er über eine elektromechanische Verriegelung mit Bolzenrückmeldung und einen Temperatursensor, der eine Hitze- und Kältewarnung ausgeben kann. Wie ihr seht, ist das Teil vollgepackt mit Features. Aber jetzt gucken wir uns endlich mal an. Hier ist wie durch Magie wieder die Verpackung. Die gucken wir uns jetzt einmal an und packen mal alles aus, was wir gleich für die Installation brauchen. Wenn ihr allerdings mehr zum Unboxing bzw. auch zur Parametrisierung in der ETS wissen wollt, haben wir noch ein zweites Video, und zwar das von Raphael, was diesen Fenstergriff einmal im Detail vorstellt. Was sehen wir in der Verpackung? Ganz einfach, wir haben eine kleine, übersichtliche Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung. Und unter einem kleinen Schutzstückchen hier haben wir den Fenstergriff selber. Der kommt mit einer, ich sag mal, kleinen Gummidichtung hier fürs Fenster, die ist da schon drauf. Und ansonsten haben wir da drin ein Schraubenset für die Montage und da ist auch der Magnet drin mit einer kleinen Plastikabdeckung. Wobei zu empfehlen ist, den Magneten selber in den Rahmen einzulassen und gar nicht die Plastikabdeckung zu verwenden, wenn es nicht anders geht. Einfach nur, damit es ein bisschen schöner aussieht und damit er nicht zu sehen ist. Dann haben wir hier drin die Batterie. Die werden wir entsprechend nach der Installation einsetzen. Die Batterie einzusetzen startet auch die Kalibrierung, deswegen machen wir es noch nie vorher. Und dann haben wir hier noch ein kleines Schraubentool, und zwar ein Tool, was so klein ist, dass es hinter den Fenstergriff passt, um das Batteriefach zu öffnen und zu schließen. Das brauchen wir entsprechend dann auch hin und wieder mal, wenn wir die Batterie im laufenden Betrieb austauschen müssen. Viel mehr ist da eigentlich nicht bei. Das schauen wir uns entsprechend jetzt einmal an. Den bauen wir jetzt am Fenster ein. Kommt mit! So, jetzt stehen wir hier an unserem alten Fenstergriff. Den müssen wir natürlich erstmal abbauen. Wie machen wir das? Indem wir den einmal seitlich drehen und dann diese kleine Platte hier entsprechend auch so ein bisschen mit den Fingern wegziehen und auch einmal seitlich drehen. So kommen wir an die Montageschrauben ran. Und dann können wir einfach mit einem passenden Bit die Schrauben lösen und den Griff einfach abziehen. Jetzt haben wir hier den Platz, um den neuen Griff wieder anzusetzen. Das machen wir entsprechend so, einfach mittig rein und dort mit den Schrauben dann wieder reinschrauben. So, das war die Montage des Fenstergriffs und jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Jetzt müssen wir noch einmal die Magneten installieren und dann müssen wir den Fenstergriff entsprechend mit der Batterie versehen und die Kalibrierung durchführen. Den Magneten montieren wir jetzt hier unten an die Unterkante des Fenstergriffs, entweder außen auf den Rahmen oder viel schöner, wenn man den Rahmen nicht beschädigen möchte und Möglichkeiten hat, entsprechend in den Rahmen hinein, also quasi auf diese Seite, kann man ihn theoretisch auch einlassen. Da müsst ihr dann schauen, wie das bei eurem Rahmen möglich ist und ob ihr die Möglichkeit generell überhaupt habt, da was zu montieren oder ob da zum Beispiel der Beschlag im Weg ist. Oder wenn die nicht besteht, entsprechend hier auch auf die Höhe der Unterkante des Fenstergriffes, außen auf den Rahmen drauf. Da würdet ihr entsprechend jetzt zwei kleine Bohrungen machen und damit den Schrauben fixieren.
die dabei gelegt sind. Und danach würdet ihr diese Plastikkappe einfach auf den Magneten draufsetzen, sodass er zumindest ein bisschen kaschiert ist. Das machen wir jetzt hier nicht, weil wir unseren Rahmen in der Firma natürlich nicht beschädigen wollen, stellen uns aber vor, dass der Magnet entsprechend einfach hier montiert würde und können den restlichen Prozess entsprechend dann durchgehen, indem wir die Batterie einsetzen und die Kalibrierung durchführen. Für die Batteriemontage benötigt ihr diesen beigelegten Batterie-Bithalter sozusagen, der genau hier hinter passt und entsprechend von der Tiefe her nicht mit dem Fensterrahmen oder dem Fensterflügel kollidiert. Den setzt ihr entsprechend dann hinten in den Schraubenkopf ein und dreht die Schraube lose, die das Batteriefach zusammenhält. Das ist ein bisschen fummelig, aber mit etwas Übung geht das. Dann nehmt ihr das Batteriefach, die Abdeckung hier entsprechend raus und seht da drin ein kleines Kabel, das ihr euch hier so rausangeln könnt. Und dieses Kabel wird dann an die Batterie angesteckt. Achtet darauf, dass sie rot auf rot und schwarz auf schwarz steckt. Und dann würdet ihr entsprechend die Batterie hier auch wieder einsetzen. Und auf der anderen Seite des Fenstergriffs, da seht ihr bereits, das leuchtet schon rot, das blinkt rot. Weil der Fenstergriff jetzt weiß, dass die Batterie eingesetzt ist, aber die Batteriefachabdeckung noch nicht aufgesetzt wurde und die Kalibrierung noch nicht starten kann. Der warnt euch jetzt also so lange, bis ihr das Batteriefach wieder geschlossen habt. Das ist jetzt der Fall und jetzt blinkt er hier entsprechend blau. Und jetzt würdet ihr die Schraube einfach nur wieder anziehen. Und in diesem Moment, wo das Batteriefach gerade schon geschlossen wurde, da hat die Kalibrierung auch schon gestartet. Mit der fahren wir dann gleich fort. So, wir sehen hier den Fenstergriff, wie er lustig blau blinkt und das Ganze macht er, weil wir gerade die Batterie eingesetzt und das Batteriefach geschlossen haben. Das heißt, der Fenstergriff möchte sich jetzt kalibrieren. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir unseren Magneten hier montiert hätten. Den braucht er dafür natürlich, deswegen machen wir das entsprechend auch vorher und nicht nachdem wir die Batterie eingesetzt haben. Und jetzt sind wir im Kalibrierprozess und bestätigen die einzelnen Schritte immer mit einem Touch auf die Touch-Taste. Die ist von hinten an dem Fenstergriff, das heißt, wir legen hier einmal die Hand gegen, dann bestätigt er und jetzt geht er in Schritt 2 des Einlernprozesses. Im Schritt 2, laut Anleitung, müssen wir das Fenster 3 mm öffnen und den Griff seitlich stehen lassen. Das heißt, wir nehmen das Fenster hier so ein paar Millimeter raus und bestätigen wieder. Schritt 3 wird das Fenster angelehnt und der Griff seitlich gelassen. Also legen wir das Fenster wieder an und bestätigen wieder. Im Schritt 4 müssen wir das anlehnen und den Griff nach oben stellen, also wenn wir kippen wollen. Also bestätigen wir das wieder. Und in Schritt 5 machen wir das Fenster zu und den Griff nach unten, als ob wir das komplett verriegeln wollen, sozusagen. Und bestätigen das wieder. Damit quittiert er das entsprechend dann mit einer grünen LED und das heißt, der Fenstergriff ist korrekt kalibriert und kann jetzt verwendet werden. Weiter geht's mit der Parametrisierung in der KNX und dazu hat Raphael ein ausführliches Video gemacht, was ich euch sehr empfehlen kann. Darin wird eingegangen, in welche Optionen ihr einstellen könnt, welche Parameter ihr setzen könnt und wie der Fenstergriff verwendet werden kann. Da ist der Fenstergriff schon installiert, das war gar nicht so schwer. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritik, gerne unten in die Kommentare schreiben, dafür sind sie da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren und dieses Video liken, einfach damit wir mehr Videos machen können und damit ihr die auch sehen könnt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.